Freunde des geilen YouTube-Sports. Grüße! Ja! Dead by Daylight, jawohl, freu. Aber vielleicht mal ein bisschen Killernatzen, aber vielleicht wird man ja selber genatzt, aber das weiß man noch nicht so genau. Ja, und nach dem erfolgreichen Umzug von Camillos World, auch Camillo hier am Start. Moin. Ja, wundert euch nicht, er sitzt ein bisschen so in der Grotte, da hat er so ein bisschen Echo. Ja, ich habe mich vergrößert. Ja, ich bin mal gespannt, ob man in der Aufnahme das hören kriegt, da draußen. Ja, irgendeine Baufirma oder eine Landschaftsgartenfirma mit einem Bagger am Rumbaggern ist, ey. Und ich weiß nicht, ob die baggern kann, aber die kommt so oft an der Hauswand, das ist nicht mehr normal. Das ist merkwürdig. So, mal nebenbei noch ein bisschen mit meiner Katze beschäftigen. Wenn man jetzt so ein bisschen am Spielen und am Aufnehmen ist. Damit man sich den Ladesimulator gut launisch noch. Ja, klar, und da gibt es nichts Besseres, als mit seiner Muschi zu spielen. Das ist schon klar. Das dauert aber wieder ewig. Boah. Haben die da hinten Holzleitung? Los, Bruder, willst du festhalten? Hier. Schmeiß. Die haben eine Holzleitung in Aserbaidschan oder wo das weg ist. Ab. So, Schluss damit mit Husten hier. Schrottplatz, na dann. So, in the heaven is a halfpipe. Und meine Maus spielt mal wieder. Sehr geil. Also ich war nicht alleine da, aber ich habe jetzt komischerweise, glaube ich, auch nicht die 200 Punkte dafür gekriegt. Ich aber. Also ich hatte, war auch bei jemand anders gerade, aber ich habe die Gott sei Dank gekriegt. Ja. Oder es war halt ein der hatte wahrscheinlich einen Perk drin, dass man gemeinsam mit irgendwo jemanden startet. Nein. Ich komme noch nicht so ganz klar mit diesem Dings auf der Leertaste irgendwie. Das nervt mich so ein bisschen. Okay. Scheiße. Ja, ich krieg das noch nicht so geschissen. Da war einer wieder. Du warst das gewesen? Ja. Neben so einer Holzhütte? Ja, neben dem Keller. Ich hab's halt noch nicht so mit diesem Fähigkeiten-Check mit der Leertaste. Jetzt hat der andere Schwuchtel den knacken lassen. Gut, dann warst du das nicht, dann war das jemand anders. Aber komisch, dass noch kein Killer hier hingekommen ist. Ja, ich hab jetzt Herz. Oh, der ist unterwegs, Fallensteller, Digga. Alles gut. Ich bin schon weg. Ach, da ist er ja. Oh oh. Ja, der kommt hier rüber. Ich weiß nicht, wer gerade hinten an dem Generator sitzt oder gesessen hat. Aber er kommt jetzt Richtung Ausgang. So. Holen wir jetzt nochmal die nächste Kiste. Ja, ich habe schon ein Medikit dabei. Ich kann mir leider nichts mehr suchen. Du kannst ja hinter tauschen oder sowas, ne? Was habt das? Ja. Das ist eine Werkzeugkiste. Aber Medikit ist ja erstmal nicht schlecht, glaube ich. Ja, wenn du sogar so gut bist, dass du die Runde erfolgreich beenden kannst, dann kannst du das Medikit auch mitnehmen, Digga. Und kannst du für die nächste Runde verwenden. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine neue Runde beginnst, ist das Medipack auch immer wieder voll. Ich habe einen Generator schon halb fertig. Komm. Ja, selbst durch die Kopfhörer, die ich hier aufhabe, höre ich die unfähigen Bagger da. Nun. Ja, und also richtige Furche rein, Alter. Müsst ihr jetzt so ein paar Krokodile haben, Alter. Wasserrennen, fertig. Gut, Alter. Ja. Und dann passt das. Ich hoffe, die machen dahinter irgendwie so eine Terrasse hin und keinen Rasen großartig. Vielleicht. Also ein bisschen so eine Mauer, so, weißt du, so stelle ich mir das vor, ein bisschen mit Acker drin oder so, ein paar Flenskes.
Und ansonsten so irgendwie eine schöne Terrasse oder sowas da, weißt du? Auch nicht schlecht. Cool. Ja, das wäre geil. Also würde ich mir wünschen. Okay, da kommt der Killer, dann gehe ich hier lang. Entweder ist der Killer sau schlecht. So, das hier bin ich jetzt. Guckst du. Naja, ich habe auch schon einen fertig gehabt. Und da ist der nächste fertig. Sehr schön. Ich hole mal noch schnell ein Totem. Ja, jetzt, wieso habe ich die Punkte für das Totem denn nicht gekriegt? Ah, hier neben dem Schulbus ist noch einer. Okay. Dann mache ich den Generator mal einen Schwung hier. Ich glaube, der ist hier unten irgendwo unterwegs. Also da, wo der gelbe Bus ist. Ja, ja, da bin ich gerade. Hinter dem gelben Bus ist ein Generator. Ja, ich habe aber hier Herzfaktor, wo ich bin. Ich sitze in der Hütte da. Ja, ich habe noch nichts. Du bist beim gelben Bus. Du hast Internetprobleme, kann das sein? Ich bin noch drinne. Ja, aber bei dir unten wird mir so ein Dings angezeigt. Was ist ein Dings? Getrennte, so ein Stecker mit Mix. Nee, das bin ich doch gar nicht. Das ist Team. Ach nee, Team. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade mich verlesen. Du bist immer noch bei dem Generator, weil ich habe die Herzkasper. Ich bin gerade weggelaufen. Ist hier. Ich habe gerade gesehen, da ist er gerade vorbei. Gelutscht, die Drecksau. Ja, der ist hier hinten. Ich bin in der Nähe von dem Bus, bei dem Generator. Aber der sucht da wahrscheinlich immer. Der ist fast fertig, der Generator. Der ist, fehlt nicht mehr allzu viel. Der bewacht den oder was jetzt? Der Arsch. Oder? Ich habe immer noch den gleichen Herz, Kaspar. Nee, ich nicht. Und ich bin auf der anderen Seite vom Schulbus gerade. Doch, jetzt. Ja, der steht, der... Blödes Arschloch. Obwohl, jetzt ist gerade nichts. Ich versuche mich mal an den Generator anzuschleichen. Ich bin schon da. Gut, dann komme ich auch mal. Der hat den Generator so weit runtergetreten, dass er nur noch ein Viertel hatte. Oh Scheiße, das war jetzt echt schlechtes Karma. Diesmal weiß ich nicht. Ich weiß. Das war 5 Mark in die Generatorkasse. Ja, man. So, wenn ich mal sagen, läuft, hä? Ja. Oh, die Ausgänge sind aber weit weg, ey. Welche nehmen wir denn? Ah, da ist der Killer, alles klar. Dann gehe ich nach da hinten. Der Killer scheint nicht ganz so gut zu sein. Nee, nicht wirklich. Yes. Obwohl, wir spielen auch nicht auf dem deutschen Server, meine lieben Freunde. Ach, Ausgang ist schon offen. Ja, ich mache noch den anderen auf. Gibt noch Punkte. Ach du Arsch, wenn Alter. Wenn ich schaffe. Aber da gibt es ja keinen Fähigkeiten-Check beim Ausgang auf. Nee, brauchst einfach nur maken. Weil dann hau ich nämlich aus diesem hier ab. Jo, gibt auch nochmal 1250 Punkte. So, ich hau dann ab. Alles klar, ich geh auch raus. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem anderen da ist, aber... Die war hier bei dem Ausgang, wo ich bin, aber die ist da die ganze Zeit stehen geblieben. Keine Ahnung, dumm ist oder so. Das gab's so, umso länger das dauert, weißt du, also das kann man ja so nicht... Das ist gar nicht gut. 9000, ach, das ist aber echt wenig. Komm, nur 11, ja, hast ja auch wohl nochmal Generator, Arschloch. Ja, diesmal habe ich gut was hingekriegt. Na, dann lade ich die am besten nochmal ein oder sowas, hä? Ja, kannst du machen. Hoffentlich haben wir wieder so einen Killer, der keine Ahnung hat. So, auf los geht's los. Nächste Runde, neues Glück. Na, Frodo, du Springer, du.
Hier haben beide unsere Medikits, genau. Was ist los, Rodo? Hier, zack. Und zack. Jawohl, geht doch. Schnell, Lade-Dings hier. Geile Sache, ne? Ja, wenn wir nicht wieder rausfliegen, ne? So, dann machen wir direkt bereit hier. Kann's auch losgehen. Power Daniel. Lol. Was ist los, Bruno? Bin ich zweimal vertreten heute. Aua. Oh, bin ich rausgeflogen. Eine Einladung bitte. Ja. Irgendwie klar. So, klar wie Kloßbrühe. Wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Ja. Na? Frodo. Ja. Da hat Frodo die Schnur beim Kopf hängen und rückt und rührt sich. Nee, das ist irgendwie so. Der Typ hat da so ein Bang Bang, ey. Oh, da hat manchmal ja, nicht mal eine Tasse im Schrank, ey. Was ist egal. Jojo. So, ich habe mir einfach mal gedacht, Kamerapositionierung ein wenig anders. Weil ich Greenscreen habe, deswegen. Deswegen Kamera nicht mehr oben links in der Ecke, sondern jetzt unten. Und auch für Need for Speed World habe ich geguckt, dass ich die so positionieren kann, dass ich auch bei Dead by Daylight ein und die gleiche Position beibehalten kann. Okay, endlich mal wieder Nademodus. Das ist schön. Auf den Deutschen wartet man ewig. So, da, geil, jetzt haben wir direkt mal hier, ey. What the fuck? Flakes, jawohl, Kartoffelflakes, Alter. Bananenflakes, Schokoflakes, Alter, was gibt's denn noch alles? Cornflakes. Green Corn, Vollkorn, Vollhorst. Okay, Auto Haven, schon wieder Schrottplatz, wenn wir Pech haben. Ja, Auto Haven hatten wir ja vorhin nicht gehabt. Meine ich zumindest. Sah nicht dann aus. Doch, doch, war ja auch Schrottplatz. Okay. Schrottiger. Ja, da waren wir irgendwie auf der Seite, wo davon von dem Geschehen irgendwie nicht wirklich betroffen waren. Tom, 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 Tom. Miau. Sitzt du auf dem Sofa und quietscht mich die ganze Zeit an. Was ist sie denn, hä? Miau. Und weiter? Frodo, ich spreche gar katzisch. Du musst schon Deutsch sprechen mit mir, Digga. Da hast du Pech, Dr. Doolittle, ne? Nee, bin ich ja eben nicht. Ja, deswegen, das war ja auch sarkastisch. Glaube ich dir nicht. Gehe ich nicht drauf ein. Das war ein Flachwitz, aber der war nicht sarkastisch. Der war sarkastisch flachwitzig. Ja, genau. Und ich bin der Kaiser von China. Oh, Kaiser. Ja, der war auch gut. Ja, so. Hoffe ich, lege das jetzt endlich mal in so eine Lobby rein. Ich meine, die Lobby ist vollzählig. Da sollte man doch einfach mal so eine beschissene Map kriegen und sagen, los geht's. Aber nö. Das ist wie damals bei Need for Speed World. Das braucht auch ewig, um sich einzuwählen. Ja, schon wieder hier. Naja. Aber man braucht nicht mehr draufdrücken. Man kann sich jetzt so bewegen. Das haben sie endlich mal wieder gefickbaxt. So, gehen wir mal zu dem gelben Bagger. Halt's Maul, du bist. Oh, ich hab schon wieder ein Anpingen. Oh, oh, ich auch. Und das nicht gerade leise. Ich weiß ja nicht, wer hier am Generator sitzt, Alter, aber du solltest mal schleunigst verschwinden. Jeff! Mein Name ist Jeff! Welchen Killer haben wir denn? Ich bleib hier mal sitzen, um mal zu gucken, welcher Killer das ist. Könnte Michael sein. Nein, der ist schon wieder abgehauen.
Ah, ne, da ist er. Ne, ist der Fallensteller wieder. Oh, wenn wir Glück haben, ist derselbe Killer. Er macht gerade den Generator kaputt. Jetzt kommt er hier rüber. Nee, er ist hier am Ausgang, hinter der Hütte. Er rennt jetzt, er sucht mich. Ja, ist hier beim Bagger. Wer sucht dich denn? Dich hat er noch gar nicht geschlagen. Nö, geschlagen nicht, aber gesehen hat er mich. Ja, ich höre es auch. Direkt hinter mir. Ich bin ja in der Nähe von dem gelben Bagger immer noch. Aber da hinten läufst du lang. Naja, ich laufe jetzt erstmal weg. Ne? Wenn wir Glück haben, ist das derselbe Killer wie eben, dann wird's lustig. Du hast den, glaube ich, schon abgelenkt. Der ist immer noch irgendwie beim gelben Bagger hier. Gut, dann suche ich mir einen anderen Generator. Der hat Falle aufgestellt. Okay, dann müssen wir jetzt mal aufpassen. Mal gucken, wo Jeff hingerannt ist. Vielleicht kann ich den gleich mal heilen, wenn ich ihn sehe. Ach, hier ist er gerade lang gelaufen. Ich habe ihn gesehen. Ach, die Alte ist so blöd und lässt den Generator knallen. Ah. Okay, die Alte winselt und jammert, das dürfte dann Jeff sein. Oh, Ach Jeff. nee. Ja, das hat er wieder versaut, der blöde Wichser. Ja, ich auch, gerade auch Generator knick geknack gelassen. Ja, und wegen dem bin ich jetzt angehittet worden, ey. Geil. Das Geile ist, wenn man angehittet wird, der verfolgt einen nicht, wenn er eingeschlagen hat. Ihr wundert euch, warum ich immer die Rückenansicht mache. Aber so kann ich besser das Geräusch hören vom Generator. Weil dann ist der Generator automatisch ein bisschen leise gestellt. Oh, Jeff hängt gleich. So. Ich komme mal zu dir, wenn du das mit dem Generator warst, dass du mich Ich mal bin eben beim kurz. gelben Bagger. Dann komm Ja, dahin. ich komme darüber. Bin oben im Führerhaus. Dass du mich mal eben schnell heilen kannst oder so. Ja, ich bin oben im Führer. Wenn ich da Jau, richtig. der sitzt im Keller. Hier oben ist auch direkt eine Falle. Kannst du mal Ah, sehen. hier ist die Aber. Alte. Warum heilt die Alte mich denn nicht? Da muss ich mich selbst heilen, lol. Kommst du jetzt mal hier hoch? Warte, ich heile mich gerade. Ach, dann nicht. Dann gehe ich an den Generator, der hier ist. Bin auch, glaube ich, falsch gelaufen, sehe ich gerade. Beim Also Kran. hier. Ja, ich bin schon da. Ich sehe gar nicht. Müssen wir Jeff helfen oder nicht? Kommt drauf an, ob das ein Camper ist. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Bleib mal hier. Ja, danke. Ich glaube, wir müssen weg. Guck mal, ob ich den irgendwie retten kann noch. Ach, zu spät. Ach hier, oh, hinter mir läuft er her, Alter. Boah, das ist auch der Generator, wo wir gerade waren, Digga. Ja, die Ding. Ist denn hier der nächste schwule Generator? Ich sehe gerade gar keinen Generator mehr. Mist. Wir müssen noch 4 Stück. Ja, jetzt ist er weg. Oh, der hat aber gute Perks drin anscheinend, weil anderen kommt dieser scheiß Fähigkeiten-Check bei mir. Ja, Generator ist gleich fertig, komm schon. Was? Ich hab doch. Ich war im Feld drin und dann knallt er trotzdem. Warum? Dann war es wahrscheinlich ganz knapp daneben. Der Killer hat auch keinen Bock, einen so richtig zu verfolgen, sehe ich gerade. Oh, siehst du, da ist er wieder mit dem Bagger schon wieder in den Aufwand gekommen. Oh, unfähig, ey. Also mit der Baggerschaufel.
So, hier, bitte. Zack, den Bohnen, Alter. Ja, ich tue gerade den Killer ein bisschen ablenken. Der ist ein bisschen doof. Ist ja nichts Neues. Es gibt gute Killer, es gibt schöne Killer. Schöne Killer, genau. Naja, schön sind die alle nicht. Ja, wo ist der Pimmel? Pimmelbirnenkopf. Der alte Grottenolm. Der hat sich auf mich eingeschossen irgendwie. Der hat die ganze Zeit in mir her. Oh, ich bin im Haus. Hier ist aber noch ein Medipack, wenn du brauchst. Nö. Also in der Werkstatt bin ich. Nö. Geh weg. Sohn. Na. Dann sag ich halt einen Sohn. Ja, besser, weil Aufnahme nicht so toll. Egal. Ja, nix egal. Abgehängt. Yeah. Der Generator ist bald mal fertig, ey. Dauert ja echt ewig. Ja. Ich clear erstmal so ein Totem. Ah, sitzt hier nicht allein. Sehr schön. Ach, die hatten Medipack dabei. Und ich sitze schon am nächsten. Guten Tag, Camillo. Guten Tag. Da kam auch sofort ein Fähigkeitencheck. Langsam habe ich es raus. Wenn man weiß, wo man drauf achten muss, ja. Killer ist wirklich very bad. Wieso eigentlich hier am Baum am Mann? Weiß ja nicht, was der Kollege macht, aber irgendwie. Mit einem Schlag und ich liege am Boden. What the fuck, da kam er um die Ecke, ich hab den gar nicht mehr gesehen. Alter. Warte, ich versuche dich zu holen. Ich mache eben schnell den Ausgang nur auf. Aber manchmal geht das Winkel überhaupt nicht, Alter. Was ist denn das für ein Fail? Da bist du, okay. Und so weit am Arsch der Welt. Ja, warte, hier ist ein Ausgang, Mann. Ja. Gott sei Dank, Mann. Hätte ich jetzt gerne Pumpgum. Er ist weg. Oh. Ja! Du Ficker, du! Ah, bist du runtergekommen? Ja, nee, mich hat einer runtergeholt, aber da hat er eine Falle hingestellt, der Drecksack, der Blöde. Ach, da ist er ja noch. Oh. Kämpft der? Sag mal Bescheid. Mach du eh weg. Ich kämpfe noch. Ich bin nicht weg. Ja, aber ich komme da nicht dran, der Kerl ist ja noch da. Obwohl? Schnell, Camillo, lauf! Danke! Und jetzt weg hier! Wow, wir sind schon wieder hinter mir! Ich renn weg, ich geh in die andere Richtung! Oh, das gibt's doch nicht! Hier schon wieder eine Falle, Mann! Boah, ist das ein Assi-Sohn, ey! Jetzt jagt er mich! Jetzt hat er mich auch noch mit einem Schlag auf meinen Daumen! What the fuck? Ich kann mich so schnell nicht selber heilen! Hoffentlich findet der jetzt noch keinen Haken, da kann ich... Oh nein! Ich hätte abhauen sollen, ey. Das war's. Wo ist Flake? Hilfe! Ja, ich bin jetzt tot, ich hänge jetzt das dritte Mal. Ah, Flake hilft mir, sehr schön. Wir verziehen uns. Wiedersehen!
Es hat nicht gereicht, um mich selbst zu heilen. Nur 15%, Alter. Ah! Kriege ich einen Anfall, ey. Da hat er eine Falle hingebaut, da hat er eine, aber nicht schlecht gemacht, weißt du? So lässt er die Leute in Ruhe und dann laufen sie einen nach dem anderen dann hinten in die Fallen rein beim Ausgang. Das ist natürlich dann auch keine schlechte Idee, ne? Ja, klar, so ist auch nicht schlecht. Oh, schon wieder 9000 Punkte, Alter. Oh Mann, ey. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat diese kleine nette Runde mit dem lieben Camillo gefallen. Und ja, das erste Mal, dass ich mit ihm das mal so eine Aufnahme mache. Er muss natürlich auch erstmal noch ein bisschen spielen, damit er so ein bisschen als Viber. Er spielt da eigentlich gerne Killer, aber naja. So. 16.000 Punkte. Ja, ganz toll. Ja, Camillo, ich danke dir für diese nette Runde hier. Ja, kein Thema, ne? Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao mit V. Ciao.